Willkommen in der Freiheit. So lautet das Motto unseres heutigen Betriebssystems, welches wir installieren, und zwar Fedora. Fedora ist das Community-Projekt des Softwareunternehmens Red Hat Linux oder Red Hat. Und Red Hat ist bekannt für seine Enterprise-Struktur, Red Hat Linux Enterprise. Ja, somit ist Red Hat eines der führenden Server-Spezialisten weltweit auch. Ja. Und mit Fedora selber ist trotzdem Open Source und alles wird von der Community eben gepflegt und betreut und gibt es in verschiedenen Ausführungen. Einmal Fedora Server, Fedora IoT für Internet of Things, was zum Beispiel Router sind oder Einplatinencomputer, und auch Fedora Workstations, das ist dann das, was auf den normalen Anwendungsrechnern installiert wird. Fedora ist allerdings noch sehr viel größer als nur eine Linux-Distribution. Es gibt noch Fedora Silver Blue und Kinuid und Fedora Core OS. Alles, was Cloud Computing, Container Computing zu tun hat, da ist Fedora wirklich die Nummer 1 weltweit. Also wer sich da mal wirklich mit beschäftigen möchte, da genügt es schon mal zu Beginn einfach nur den Wiki-Eintrag aufzumachen, den Wikipedia-Eintrag. Und dann kann man sich hier tatsächlich einfach mal auch durchwühlen, was ich sehr schön finde. Es gibt im Fedora-Projekt formulierten Ziele, die ich hier mal nicht unerwähnt lassen möchte. Und zwar, das Fedora-Projekt kreiert eine Welt, in der die Kultur freier Inhalte willkommen und weit verbreitet ist, Zusammenarbeit etwas Selbstverständliches ist und Menschen die Kontrolle über ihre Inhalte und Geräte haben. Diese Absichten werden ausgedrückt in den vier Prinzipien Freiheit, Freunde, Funktionen und zuerst. Und hier kann man sich dann noch weiter durchlesen über die Ziele, über die Fedora-Prinzipien. Und das finde ich ist schon sehr spannend, sehr interessant. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen hier auf Download Now. Haben hier die Möglichkeit, Fedora auf einen USB-Stick oder auf eine CD zu brennen. Das wollen wir nicht und mir reicht jetzt hier die ISO und dann einfach auf Download und dann geht's los. Also, schnapp dir einen Tee, los geht's! Einen wunderschönen sonnigen Sonntagnachmittag. Es ist wieder sonntags, Zeit für Sonntags-OS. Ich bin so ein Typ im Internet und heute installieren wir Fedora Version 35. Fedora Version 35 ist jetzt erst kürzlich Anfang November rausgekommen. Ich glaube am 2. November ist das Ganze dann veröffentlicht worden. Und es wird schon in der Community ziemlich hoch gelobt. Und das möchte ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Und dann schauen wir mal, was Fedora so zu bieten hat. So, die Workstation ISO habe ich mir schon heruntergeladen. Es gibt noch die IoT-Version und die Server-Version. Allerdings sind sowohl die IoT-Version als auch die Server-Version ohne Desktop-Oberfläche und das macht natürlich jetzt hier für diesen Kanal nicht ganz so viel Sinn. Deswegen die Workstation-Version, weil wir sind ja die Nutzer. So, CD ist eingelegt, Start Fedora Workstation Live, auf los geht's los. Und so sieht Fedora dann aus. Hier werden wir begrüßt mit einem Willkommensbildschirm, wo wir die Möglichkeit haben, Fedora weiter auszuprobieren oder das Ganze zu installieren. Unglücklicherweise wollte ich die Auflösung ändern, allerdings bei höherer Auflösung funktionierte meine Maus nicht so richtig und deswegen lassen wir jetzt erstmal die geringe Auflösung, so wie sie ist. Und gehen auf Install on Hard Drive und dann schauen wir mal, ob das dann ein bisschen besser wird. So, deutsche Tastatur hat er schon erkannt, die wollen wir auch behalten. Und Berlin als Zeitzone hat er ebenfalls erkannt. Und dann gehen wir hier auf die Festplattenauswahl, machen ein Häkchen rein. Hier ist das Häkchen bereits drin. 50 GB Festplatte haben wir drin, das passt auch. Und wir lassen alles so, wie es ist und gehen hier oben links auf Fertig. So, damit ist die automatische Partitionierung ausgewählt und wir können mit der Installation
starten. Es ist wirklich so einfach. Nur ein paar kleine Klicks und schon fängt die Installation an. Und damit ist die Installation auch soweit durch und mit Installation abschließen wird der Rechner neu gestartet. So, und da sind wir auch schon bei unserem Ersteinrichtungsbildschirm. Ich will jetzt mal versuchen, bevor wir hier mit der Einrichtung loslegen, ob wir hier schon irgendwie die Auflösung ändern können. Können wir nicht, deswegen gehen wir hier mal durch die Ersteinrichtung durch. So, also Datenschutz, Ortungsdienste können hier aktiviert werden. Da habe ich grundsätzlich auf meinem stationären Rechner gar kein Problem, weil schon allein anhand meiner IP-Adresse oder meiner Internetverbindung weiß ja sowieso der Rechner, wo ich bin. Das ist hauptsächlich dafür, um zum Beispiel, dass die Wetter-App und so weiter funktioniert. Ich schalte es jetzt aber einfach mal aus. Automatische Problemberichterstattung, falls irgendetwas schief geht, bietet Fedora an, quasi einen Bericht, einen Report direkt an Fedora zu senden. Dieser ist anonymisiert und pseudonymisiert und kann durchaus dann helfen, bestimmte Bugs entsprechend zu lösen. Auch das kann man durchaus aktiviert lassen. Das muss aber jeder für sich selber wissen. Ich lasse es jetzt tatsächlich mal eingeschalten. So, Drittanbieter Softwarequellen. Es ist so, Fedora ist ja ein Betriebssystem, das oder ein Workstation-Betriebssystem, das wahrscheinlich auch darauf anzielt, auf Dienstrechnern installiert zu werden. Und da ist es natürlich oft in einer Firma nicht gewünscht, dass man Software von Drittanbietern installiert. Und deswegen wird Fedora standardgemäß nur mit den eigenen Core, also mit den eigenen Kernrepositories ausgestattet. Und ich glaube, es war in der ersten Folge von SonntagsOS, da habe ich EuroLinux mal vorgestellt, was ebenfalls ja ein Fork von Fedora ist. Und da mussten wir dann auch Drittanbieter-Softwarequellen manuell hinzufügen, damit wir überhaupt irgendetwas installieren konnten. Das brauchen wir dann hier nicht. Hier genügt einfach der Klick auf diesen Schalter und schon sind die Drittanbieterquellen aktiviert. So, hier habe ich jetzt die Möglichkeit, mich mit Online-Konten zu verbinden, wie zum Beispiel meinem Google-Account oder sogar meinem Microsoft-Account. Nachher in den Einstellungen kann man noch weitere Accounts hinzufügen. So, das überspringe ich aber mal und gebe hier einen Benutzernamen an. Das ist einmal Typ und der Benutzertyp, das ist auch okay. Hier unten kann ich dann auch einen Unternehmenszugang dann aktivieren mit einer Domäne, Benutzername und Passwort. Das ist so ähnlich wie Active Directory bei Microsoft. So, das brauchen wir aber nicht. Typ und Typ. Einmal auf Weiter. Dann geben wir hier ein sehr schweres, kompliziertes Passwort ein für den Benutzertyp und wiederholen dieses schwere, komplizierte Passwort aus Sicherheitsgründen. So, und einmal auf Weiter. Und das war's auch schon mit der Ersteinrichtung. Fedora kann jetzt gestartet werden. Und ich bin bereits eingeloggt und werde jetzt gefragt, ob ich eine Einführung haben möchte. Das können wir durchaus mal machen. Die Einführung starten. Die lassen wir jetzt aber mal kurz noch offen. Und jetzt versuche ich nochmal die Auflösung etwas anzupassen, in der Hoffnung, dass da jetzt die Maus dann ein bisschen besser funktioniert. Wir wollen mal schauen. Anwenden. Ja, das funktioniert leider aus irgendwelchen Gründen nicht. Ich habe da echt ein Problem mit der Maus. Wobei, ich werde das mal anders testen. Ich werde das jetzt mal einfach einstellen, anwenden, Enter beibehalten und dann werde ich einfach neu starten. Reboot. Kann man das irgendwie neu starten? Alles? Ja, neu starten. Ja, und neu starten. So. Und dann werden wir das mal so probieren. Mal schauen, ob das funktioniert. Und sieht erstmal ganz gut aus. Ja, jetzt kann ich hier alles vernünftig bedienen. Okay, gut, dann war das wahrscheinlich ein kleiner Bug
in Wayland. Das hängt aber oft damit zusammen, mit der virtuellen, im Zusammenspiel mit der virtuellen Maschine. Und Wayland ist also jetzt nichts, was man auf einer richtigen Maschine zu befürchten hat. Weil da wird die Auflösung sowieso in der Regel vernünftig erkannt. So, wir wollten mal die Einführung mal sehen. Ich schau mal, ob ich die jetzt hier auf die Schnelle nochmal finde. Einführung. Da haben wir die Einführung. So, so startet das Ganze dann. Wir schauen mal, was er hier so zu sagen hat. Learn about the key features in Fedora 35. Hier ist also mit der Übersetzung wieder nicht zu 100% abgeschlossen. So, press the super key to see open Windows apps. Da muss ich sagen, wenn ich die Super-Taste drücke, werden gar nicht die Anwendungen angezeigt, sondern die verschiedenen Desktops, die ich hin und her schalten kann. Und das muss ich sagen, ist eigentlich, da verstehe ich GNOME auch nicht so ganz, das GNOME-Team. Weil wenn ich, egal auf welchem Betriebssystem und bei welcher Desktop-Oberfläche, wenn ich die Windows-Taste drücke, dann möchte ich, dass quasi meine Anwendungsliste sich öffnet, quasi hier. So, warum kann das nicht der Standard sein? Warum muss ich hier mehrere Klicks durchführen? Also wenn ich hier bin, die Windows-Taste drücke und dann noch einen Klick machen, damit meine Anwendungen angezeigt werden, das finde ich nicht sehr sauber gelöst. Das ist ein ziemlich großer Kritikpunkt an GNOME, den ich hier habe. Und ja, ich muss ehrlich sagen, ich selber nutze GNOME auch gar nicht so gerne. Aber das ist mehr so eine persönliche Präferenz. So, wir gucken mal weiter. Type to in the overview to search Apps. Das hatten wir gerade eben schon gemacht. Ne? Wenn wir also die Windows-Taste drücken, dann können wir einfach loslegen mit Schreiben. Wenn ich jetzt hier Libre eingebe, kommt auch LibreOffice. Dann hatte ich, wenn ich jetzt hier zum Beispiel einfach nur Display eingebe, dann sollte sich rein theoretisch, zumindest hat das vorhin geklappt, die Auflösungseinstellungen auch angezeigt werden. Das war aber wahrscheinlich nur im Englischen so. Ja. Wenn ich hier zum Beispiel Auflösung eingebe, dann zeigt er mir auch genau diesen Punkt innerhalb der Einstellungen an, wo ich die Auflösung dann ändern kann. Auch so funktioniert die Suche. Und was ich auch machen kann, ich kann zum Beispiel, ich glaube, Rechenaufgaben kann ich auch lösen. Halt, jetzt. Zum Beispiel, zumindest funktionierte das bei einigen GNOME. Genau. Ne, dann kommt der Taschenrechner und zeigt mir sofort auch das Ergebnis schon an. Und hier kann ich direkt das Ergebnis in die Zwischenablage kopieren und zum Beispiel mit Edit das Ganze einfügen, das Ergebnis. Ja, so. Oh, das war ja ein lustiger Ton. So, nicht speichern, geedit gucken wir uns gleich an. Also das ist eine ziemlich kraftvolle Suche und das muss ich wieder sagen, ist ein sehr, sehr, sehr schönes Feature von GNOME, die Suche. So, Arbeitsflächen im Überblick behalten, das haben wir gerade ja schon gesehen. Sobald die Windows-Taste gedrückt hat, habe ich hier die Möglichkeiten, Arbeitsflächen zu organisieren und dann kann ich hier zwischen verschiedenen Arbeitsflächen ja hin und her schalten. Ja, dann hier drüben wieder. Nun stellt sich für mich natürlich die Frage, wie wichtig doch überhaupt die Arbeitsflächen für den einzelnen Nutzer tatsächlich sind. Ich finde das Ganze nicht schön gelöst, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist, wie gesagt, alles eine persönliche Einstellung. Ich finde diese Workspaces in GNOME nicht schön gemacht. Was aber schön gemacht ist, und das ist eine Neuerung von GNOME 40 bzw. auch GNOME 41, das sind die Touch-Gesten auf den Trackpads von Notebooks. Man kann jetzt richtig man hat richtig die Gestensteuerung schon implementiert. Ja, wie hier jetzt zum Beispiel gezeigt, mit den drei Fingern hoch und runter wischen und dann kann man quasi scrollen. Ich kann das natürlich jetzt hier nicht ausprobieren, weil ich natürlich
eine ganz normale Maus habe und kein Touchpad. So, was haben wir noch? Dasselbe dann für links und rechts. Und so kann man dann auch zwischen links, nach links und rechts wischen. So. Und das war's schon. That's it. Have a nice day. Auch hier wieder oben Englisch, jetzt ja unten auf Deutsch. Ja, gut, das ist alles noch nicht abschließend übersetzt. Aber ich nehme mal an, in den nächsten, sag ich mal, Updates wird dann auch die Übersetzung vervollständigt. So, schauen wir doch mal nach, was wir hier so haben. Wenn man ein neues Betriebssystem installiert, ist das allererste, was man machen sollte, ein Update durchführen. Und das geht am einfachsten über das eigene Software Center. Ja, das ist in dem Falle hier unten, so eine Einkaufstasche. Und Software durchsuchen. Und dann gibt es hier oben schon Aktualisierung. Neu starten und Aktualisierungen installieren. Dann wollen wir doch mal neu starten. Ja, das erinnert einen dann doch so ein bisschen an Windows. Bei Windows 10 macht das ja quasi genauso mit Neustart. Und die Aktualisierungen sind durch. Software-Aktualisierungen sind installiert. Kommt jetzt hier oben auch die Meldung. Jetzt fragt man sich natürlich, hey, dann kann ich ja auch Windows installiert lassen, wenn ich bei Aktualisierung auch einen Neustart haben möchte. Grundsätzlich wird auch Fedora bei zukünftigen Aktualisierungen nicht zwangsläufig den Rechner neu starten. Hier ist es aber eher ein Sicherheitsaspekt, da es sich um ein Workstation-System handelt und bei einer Aktualisierung Fedora sofort auf den neuen Kernel umspringen möchte und danach den alten Kernel oder die alten Kernelmodule einfach entfernen möchte. Das ist zum einen Sicherheit und auch hat ein bisschen was mit dem Sauberhalten des Systems zu tun. Und ja, bei derart großen Aktualisierungen ist es sinnvoll, den Rechner dann auch neu zu starten. Überhaupt empfehle ich das auch bei eigenen Installationen, wer jetzt zum Beispiel ein Ubuntu hat oder ein Mint Linux oder ein Arch Linux und dort Aktualisierungen durchführt. Ruhig, gerade wenn man sieht, da ist ein Kernel-Update, da werden Kernel-Headers neu gebaut, ruhig danach einfach das System neu starten und dann noch ein Auto-Remove hinterher, damit dann alte, verwaiste Paketquellen einfach entfernt werden. So hält man das System nicht nur auf dem neuesten Stand, sondern auch sauber und stabil. Ja, gut, wir sind auf dem neuesten Stand und können jetzt mal schauen, ob sich hier was getan hat. Hat sich natürlich nicht viel getan. Es waren einfach nur nochmal Versionsupdates und Sicherheitsupdates. Und wir schauen mal, was hier so alles installiert ist. Mir ist schon so ein bisschen etwas aufgefallen mit dieser Anwendungsliste. Also hier unten ist zum Beispiel der Firefox als Browser. Der findet sich aber hier oben in der Anwendungsliste nicht. Das heißt, ich weiß nicht, wenn ich den jetzt hier aus dem Dock entferne, wird er dann hier zu finden sein oder nicht? Ich weiß es nicht. Na gut, also wir haben ganz normal die GNOME-Standardanwendungen drin. Kontakte, Wetter, Uhren, GNOME-Karten, dann hier unten GNOME-Kalender. Ja, dann ganz normal Fotobetrachter, Video, Abspiel, Programm. Was haben wir da? GNOME-Videos heißt das dann, glaube ich. Hilfe. Ja, da heißt es einfach, Totem. Der Totem-Player aktualisiert. Ist auch ein Urgestein bei GNOME. Ein sehr, sehr guter Player auch. So, Taschen-Calculator als Taschenrechner. Gedit ist mehr als nur ein reiner Texteditor. Also Gedit nutze ich tatsächlich durchaus sehr gerne. Also das habe ich mir auch schon bei mir auf mein BSPWM mit installiert, Gedit. Weil es sehr umfangreich ist. Man hat hier quasi Zeilennummern werden hier mit angezeigt. Das ist sehr schön. Und es gibt zahlreiche Module, die man dann noch nachinstallieren kann. Zum Beispiel für Syntax-Highlighting, also zum Highlighten von Quelltext. Und so kann man quasi aus dem kleinen Texteditor durchaus eine brauchbare IDE machen, um zum Beispiel eigene Konfigurationsdateien zu bearbeiten oder mal so kleine Skripte zu schreiben. So, dann ein Dokumentenscanner ist mit inklusive, die Einstellung sowieso. Systemüberwachung, das wird nicht Hardtop sein, sondern ein ganz normaler Prozess, Prozessanschauprogramm. So, dann machen wir mal weiter. Was haben wir noch? Boxen ist für die Virtualisierung, ja, ist quasi sowas wie ein Programm zum Erstellen von virtuellen Maschinen.
Ja, das kann man durchaus nutzen. Ich selber nutze Boxen nicht. Ich habe den Virt Manager, das kennt ihr ja hier schon, ne? Virtual Manager. Das ist das, was ich eher nutze. Aber man kann natürlich auch mit Boxen direkt Container gleich erstellen und starten. Und hier bietet Fedora zum Beispiel schon direkt an Red Hat Enterprise oder auch Fedora Silverblue als ja, Box schon zu herunterzuladen, zu installieren. Ja, das ist also sehr, sehr schön gemacht. Kann man ruhig mal ausprobieren. So, was haben wir noch? Das Standard Terminal, das ja, GNOME Terminal. Was haben wir hier? Ja, GNOME Terminal einfach nur. Ja, ist ein sehr schönes Terminal. Ich finde ein bisschen schade, dass die, wenn ich jetzt hier mal hier, dass mit der Farbgestaltung alles nicht so schön ist. Ich mache mal ein bisschen größer, dass wir hier alle ein bisschen was sehen. Für die Blinden unter uns. So, und allerdings kann man das durchaus noch schön konfigurieren. Einfach hier unten bei Profile auf Unbekannt. Und dann kann man hier auch mit den Farben ein bisschen rumspielen. Einfach hier da Farben vom Systemthema verwenden und dann zum Beispiel GNOME Dunkel. Ja, und schon kriegt das Ganze schon einen ganz anderen Flair. Es gibt aber auch zum Beispiel Solarized, ja, das mit einem anderen schönen Hintergrund. Ja, so dass das Ganze dann auch ein kleines bisschen schöner aussieht. Tango ist auch sehr, sehr schön. Hier kann man dann also alles noch so ein bisschen, ja, anpassen und abändern. Linux-Konsole, was haben wir hier noch? Tango. Ja, Tango haben wir ja gerade oben. Und Solarized. Ja, so ist auch. So finde ich es sehr schön, muss ich sagen. Das wäre jetzt schon ein kleines bisschen angenehmer für die Augen. Man kann dann aber auch eine alternative Shell anstatt Bash, zum Beispiel ZSH oder Fish installieren und auch das lässt sich dann hervorragend konfigurieren. So, dann machen wir mal weiter. Wir haben hier noch einige Hilfsprogramme. Auch hier ist noch mal ein Dokumentenbetrachter drin. Das ist ein PDF-Viewer, könnte man sagen. Festplattenbelegungsanalyse, Laufwerke, so diese kleinen Tools. Auch hier dann die Problemberichterstattung. Da haben wir dann das Tool, was kann dann entsprechend oder welche Probleme sind gesendet worden und was kam möglicherweise auch zurück. Ja. So, dann mal weiter. So, LibreOffice, was mich ein bisschen wundert, ist, das ist hier alles irgendwie nicht so richtig sortiert. Also ich sehe jetzt keine Struktur in dem gesamten Anwendungsmenü. Also es ist nicht alphabetisch sortiert, es ist aber auch irgendwie nicht nach Kategorien sortiert. Also so richtig, es ist wie einfach nur hingeschmissen und ja, also gerade hier bei LibreOffice hätte ich mir jetzt schon wünschen, dass man das irgendwie schon vorab ein bisschen gruppiert hier, ne? Büro, so, kann man hier schön reinmachen und dann ist das alles so schön gruppiert. Wenn ich zum Beispiel alles, was Multimedia ist, kann ich zum Beispiel hier Multimedia reinmachen. Der hat das übrigens auch automatisch mit Multimedia gerade benannt auch. Ja, das heißt, das musste ich jetzt hier irgendwie nicht irgendwie selber vorher festlegen. Ja, und dann kann ich hier zum Beispiel alles, was Multimedia ist, kann ich hier in einen Ordner reinmachen. Ja, Cheese ist Webcam-Anwendung. Dann, was haben wir noch? Was können wir noch? Ja, Systemüberwachung Terminal zum Beispiel kann man hier, ist jetzt unbenannt, kann man hier halt ein bisschen noch was reinmachen. Hoch. So, und dann kann man das alles mal ein bisschen aufräumen. Aber hier noch Scanner kann man hier bei Büro reinmachen, Texteditor auch. Die Einführung und die Einstellung können hier auch in einem unbekannten Ordner erstmal. Und ja, hier kann man das Ganze dann zum Beispiel Zubehör. Das ist doch gut. Zubehör, Wetter und Kontakte. Kommt dann alles zu Zubehör rein. Und dann habe ich das Ganze so ein kleines bisschen aufgeräumt. Hilfe kommt noch mit bei Hilfsprogramme rein. Ja, hier kann ich das dann umbenennen in Settings. Oder Einstellungen, wie ich möchte. Machen wir mal Einstellungen. Ja, hier kann ich nachher auch GNOME Tweaks Tool und so weiter, wenn ich das nachher alles herunterlade, kann ich das alles in diesen Ordner reinmachen. Ich liebe das alles ein bisschen geordnet. Ja, System Tool.
Tools. So. Und dann habe ich das Ganze mal ein bisschen aufgeräumt. Ja, weil wenn man nachher, umso mehr Programme man nachher installiert, umso ein größeres Durcheinander gibt es dann. Und wenn man dann erst anfängt aufzuräumen hier, dann kommt man einfach gar nicht mehr so richtig hinterher. Ich gucke nur bei einigen Bekannten mal in deren Android-Handys, wenn ich dort in die Anwendungsliste reingehe, da graust es mir manchmal, was für ein heilloses Durcheinander da in den Anwendungslisten ist. Da sind dann zum Teilweise auch Anwendungen, die die Leute nie brauchen. Ja, so, dann hier unten haben wir, wie gesagt, noch den Firefox. Das ist unser Standardbrowser und das Software Center. Wir gehen einfach mal nochmal in das Software Center rein. Hier ist das Ganze, ja, weiß ich nicht, was auch da muss ich sagen, finde ich nicht mehr so schön, wie GNOME das hier handhabt. Die ganzen Kategorien sind weg. Es gibt hier nur noch so, ja, Schlagworte, erstellen, Arbeit, Spiele, Programmieren. Das ist aber nicht so, das sind nicht die Kategorien, die ich haben möchte, wenn ich zum Beispiel Musikprogramme haben möchte. Ja, wo gehe ich denn da jetzt drauf? Welche Kategorie soll das denn sein? Ja. Oder wenn ich mir anzeigen lassen möchte, Passwortverwaltungsprogramme. Software zur Verwaltung von Passwörtern. Ja, was ist denn das? Lernen? Arbeit? Erstellen ist es bestimmt nicht. Ja, weiß ich nicht. Also da muss ich sagen, da hat sich GNOME jetzt nicht wirklich einen Gefallen getan. Ich finde dieses Software Center nicht mehr so schön strukturiert. Ja, hier wäre jetzt zum Beispiel Bitwarden als ein Passwortmanager. So, hier unten gibt es dann auch nochmal kleinere Kategorien, wie zum Beispiel Gerätetreiber. Das kann durchaus sinnvoll sein, gerade für Nvidia-Grafikkarten, genau. Wie kann ich eigentlich bei Fedora Software im Terminal installieren oder updaten oder? Und zwar ist das ziemlich einfach. Der Paketmanager, der RPM-Paketmanager, nutzt quasi DNF und dann einfach install zum Beispiel. Und dann kann man nehmen einfach mal Neo Fetch. So, und da sagte mir natürlich, hey, ich brauche Super-User-Privilegien. Also ganz nett, bitte sagen. Ja, und dann funktioniert das auch, wie überall auch. Hier zeigt er mir dann an, welche Abhängigkeiten installiert werden müssen. Und da muss ich sagen, da finde ich halt alles, was Red Hat ist, wirklich super toll, weil das sieht sehr, sehr schön übersichtlich aus und macht dann auch wirklich Spaß, damit zu arbeiten. Ich habe jetzt die Operation abgebrochen, weil ich auf N gedrückt habe. So, ich mache es aber nochmal und sage ja. Da muss man wirklich bewusst ja auch eintragen. Und dann wird das schnell runtergeladen und zügig installiert. Das Ganze ist jetzt quasi jetzt hier schon live fertig, ohne dass ich jetzt hier irgendwie noch irgendwas, ja, auf Pause drücken musste. Was ich mal noch mal schauen möchte, ist Hardtop. Das werden wir mal noch installieren. Ja, so, das ist jetzt auch schon fertig. Und bevor wir Hardtop ausführen, werde ich das System noch mal neu starten. Und dann öffnen wir auch direkt das Terminal. Hier ist htop, also htop. Und das machen wir bei System mit rein. Sehr gut. Ja, können wir ja direkt mal so öffnen. Und dann öffnet sich htop. So, dann einmal ein bisschen größer machen. So. Und jetzt habe ich quasi das System neu gestartet. Das heißt, es ist jetzt auch nichts weiter geöffnet worden, außer quasi alles, was das System jetzt automatisch gestartet hat. Und wenn wir hier mal schauen bei Speicher, bei RAM-Speicher, der nutzt im Ruhezustand, im frischen, frisch geladenen Zustand schon fast 1 GB an Speicher. Und ich finde, das ist viel zu viel. Ja. Das bedeutet also, wer Fedora GNOME halt nutzen möchte oder überhaupt, das denke ich mal liegt eher am GNOME, der braucht auch schon ein paar Systemressourcen, damit das Ganze nachher auch fluffig läuft. Das ist auch hier wieder ein kleiner Kritikpunkt an GNOME. Grundsätzlich muss ich aber sagen, ist Fedora ein sehr, sehr schönes, sehr sauberes Programm. Ja, es ist wunderbar geeignet, tatsächlich auch für Anfänger, weil es quasi leicht zu bedienen ist und auch selbsterklärend ist. Ja, und wenn ich jetzt mal schaue,
in das Software Center. Hier kann ich recht zügig einfach alles von dem neuen GNOME Software Center installieren, einfach hier rein. Und hier oben kann ich dann auswählen, ob ich direkt als RPM installieren möchte oder auch als Flatpak, insofern Flatpak installiert ist. Und das empfehle ich auf jeden Fall, FlatHub oder Flatpak zu installieren, um eben Flatpaks zu nutzen anstelle von RPMs. Weil Flatpaks sind wie ein in sich geschlossenes Paket, und wenn man Software installiert und auch Flatpaks wieder deinstalliert, dann bleibt man nicht auf den ganzen Abhängigkeiten nachher sitzen. Wir können mal schauen, ob Flatpak aktuell drin ist. Dazu gehen wir einfach Flatpak minus und dann zum Beispiel Version ein. Und wenn er jetzt nichts ausspuckt, dann ist es nicht installiert. Aber er sagt hier, die Version 1.12.2 ist installiert. Das heißt, Flatpak ist bereits schon vorinstalliert. Flatpaks sorgen dafür, dass Anwendungen, die nicht ganz speziell für GNOME auch erstellt wurden, dann A, sehr gut angezeigt werden, also korrekt angezeigt und dargestellt werden, und vor allem, dass sie auch problemlos funktionieren, da eben sämtliche Abhängigkeiten einfach innerhalb dieses Flatpaks dann mitgeliefert werden. So, als kleines Beispiel nenne ich immer gerne das Programm Kden Live. Das ist eine Videoschnittsoftware, die viele Linux-Nutzer auch verwenden, gerade Linux-YouTuber. Und Kden Live ist tatsächlich nur als Flatpak im GNOME Software Center verfügbar. Allerdings finden wir hier gerade Kden Live nicht. Und das liegt daran, dass Flatpak zwar installiert ist, wir aber noch die Flatpak-Repositories hinzufügen müssen. Und wir haben ja hier gesehen, Calibre zum Beispiel ist ausschließlich als RPM verfügbar. Ja, das heißt, hier im Software Center werden erstmal nur die RPMs angezeigt. So, wie kann ich jetzt FlatHub als Repository hinzufügen? Dazu einfach mal den Browser geöffnet. Dann auf flathub.org. So, sehr gut. Dann hat man hier im Prinzip die Flathub-Liste. Hier bitte nicht verwirren lassen, wenn wir jetzt hier einfach versuchen würden, Flat-Pakete zu installieren. Das machen wir jetzt einfach mal. Wir bleiben mal bei Kden Live. Kann sein, dass das jetzt hier nicht angezeigt wird. Doch, wird es. So, wenn ich jetzt hier einfach auf Installieren gehen würde, dann lädt er das Flat-Paket herunter. Öffnet dann entsprechend das Paket hier im Software Center, lokale Datei Flatpak. Wenn ich jetzt aber auf Installieren gehe, kommt eine Fehlermeldung, dass das Ganze nicht funktionieren wird. So, und vor dieser kleinen Zwickmühle bleiben viele dann immer stecken und geben dann gleich auf, weil sie keine Ahnung haben, warum das jetzt nicht funktioniert, obwohl alles installiert ist. Und zwar wird das Ganze recht einfach gelöst. Dazu gehen wir nochmal auf die Startseite von FlatHub und gehen auf Quick Setup und wählen dann hier das Betriebssystem aus, in dem Falle Fedora. Und hier gibt es noch einen kleinen Befehl, den wir ausführen müssen, nämlich wir müssen dieses Repo FlatHub in unsere Reposition hinzufügen. Das brauchen wir aber nicht übers Terminal machen, da genügt ein Klick hier auf diesen Button, dann einmal auf OK. So, dann steht hier Installieren. Einmal das Passwort reinhämmern und das war's im Prinzip schon. Jetzt ist es fertig. So, und jetzt kann ich auch entsprechend die Apps installieren. Wir gehen nochmal auf Kden Live hier. So, wir können jetzt aber mal schauen, ob das Ganze jetzt hier verfügbar ist. Wir können nochmal auf Erkunden. So, dann hier nochmal Kden Live. Und jetzt wird Kden Live nämlich auch hier im Software Center direkt angezeigt und angeboten. Und hier oben sehe ich, dass es eben als Flatpak verfügbar ist. Und er holt sich die Informationen aus dem FlatHub. Ja, und dann kann ich hier einfach auf Installieren gehen. Dann wird das einen Moment dauern. Und dann ist Kden Live auch schon installiert und lässt sich ganz normal öffnen und sieht auch
entsprechend super aus. So nach dem Original. Denn die Buttons, die man jetzt hier innerhalb dieses Programms findet und im Prinzip die komplette Darstellung, zieht sich die Information innerhalb des Flatpaks aus den Qt-Bibliotheken. Das heißt, es sieht hier quasi aus wie eine KDE-Oberfläche und so soll es auch sein, weil nur so kann es auch wirklich korrekt angezeigt werden. Und Kdenlive ist dann auch im Anwendungsmanager zu finden. Und wenn das FlatHub als Repository hinzugefügt wurde, so kann ich dann, wenn ich jetzt zum Beispiel hier auf Calibre gehe, kann ich dann auch auswählen, ob ich Calibre als RPM-Paket oder als Flat-Paket herunterladen und installieren möchte. Der einzige Unterschied ist, als RPM ist natürlich die Downloadgröße etwas geringer, hier in dem Falle 24 Megabyte. Und wenn ich das Ganze als FlatHub auswähle, dann sind das ein paar mehr, 148 Megabyte. Das liegt eben daran, da und gegebenenfalls noch 168 Megabyte an zusätzlichen System-Downloads. Das sind dann zusätzliche Flat-Pakete, die dann im Nebenbei noch mit nachgereicht werden. Und das liegt halt daran, dass dann bei einem Flat-Paket eben alle Abhängigkeiten komplett heruntergeladen werden, egal welche Abhängigkeiten vielleicht bereits schon auf dem System sind und welche nicht. So, wir schauen jetzt nochmal nach dem Kernel, der hier installiert wird. Nach dem Update ist der Kernel 5.14.16 mitgeliefert worden und ich nehme mal an, also das ist schon einer der neuesten Kernel mit. Wenn ich jetzt auf kernel.org gehe, dann sind wir hier bei 5.15 als latest Release, ja, und das ist der neueste vom neuesten, ja, und der letzte Stable Release ist jetzt der 5.14.17, also wirklich nur noch eine klitzekleine Mini-Version hinterher. Das heißt, wir haben hier wirklich schon den neuesten Kernel, also wirklich das neueste vom neuesten drauf, und das ist alles auch ein Stable Kernel. Kommen wir nun zum kurzen Fazit. Ist denn Fedora für die tägliche Anwendung geeignet? Ja, definitiv. Ist es für Anfänger und für Neulinge geeignet? Absolut, definitiv. Allerdings muss man selber für sich ein bisschen bereit sein, sich da auch etwas reinzufuchsen und reinzulesen. Gerade wenn es um die Aktivierung von Flatpaks geht, da muss man dann schauen, dass man da auch die Repositories noch aktiviert. Sonst funktioniert das alles nicht. Wenn das aber erstmal alles eingerichtet ist, dann funktioniert das wirklich tadellos und fehlerlos. Also Fedora ist wirklich eines der stabilsten und sichersten Betriebssysteme überhaupt hier mit da draußen. Und deswegen, wer GNOME mag, wer mit GNOME umgehen mag, ist bei Fedora wirklich super gut aufgehoben. Es gibt noch eine KDE-Version von Fedora. Die gucken wir uns vielleicht ein andermal an. Und ich kann das wirklich sehr gut empfehlen. Es ist ein wunderschönes Betriebssystem. Es ist wunderschön zu bedienen, einfach zu bedienen und sehr schön auch für die Arbeit. Aber was weiß ich schon? Ich bin ja nur so ein Typ im Internet.